Hallo, ich bin Kim. Willkommen zum NIM Market Decisions Day. Das Motto dieses Jahr ist KI macht Marketing. Und Sie haben ja meine Co-Moderatorin schon gesehen, Kim. Ja, wir teilen uns den Job heute. Wir fragen uns, welchen Einfluss hat KI auf die Kaufentscheidungen von Kunden? Welche Rolle übernimmt der Mensch, der Konsument, wenn er von KI beeinflusst wird? Kann er eigentlich noch selbstständig entscheiden oder entscheidet die KI? And so now I spend my time thinking about AI and talking about it. And today we're going to spend a little bit of time discussing what happens on the path to it. How will it affect us today, tomorrow? How will it affect our children? And what happens when we get there? Im Bereich Marketing sind generative KI-Tools aus Sicht der Marketing-Professionals, die tatsächlich hands-on damit arbeiten müssen, zu einer festen Größe geworden. Ihr und KI, das ist dann wirklich die Rakete, die abgeht. Jetzt ist die Herausforderung, halt die Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben und die sich entwickeln, halt richtig einzusetzen. Generative KI hat jetzt nochmal einen Schub gegeben für unsere Funktion, wo wir mehr Sachen schneller erledigen können, effizienter erledigen können und auch viele Dinge jetzt zum ersten Mal angehen können, die vorher immer als unmöglich gehalten. Die Welt der Influencer muss nicht rein virtuell sein. Wir sehen da auch hier eine Verschmelzung. Die machen auch oft Posts zusammen mit realen menschlichen Stars. Wir sollten auch nicht das Potenzial von Gen AI als Gatekeeper beim Shopping unterschätzen. Also jeder Dritte nutzt ja schon ChatGPT als Alternative für Suchmaschinen. Was ich glaube und was ich halt auch immer mitgebe, ist, dass man Technologie einfach als eine neue Dimension sehen muss. Das wäre mein Petitum. Lassen Sie uns versuchen, das Was mit dem Warum zu verbinden. Lassen Sie uns versuchen, diese Technologien intelligent zu machen, die zu ertüchtigen, das zu tun, was wir schon immer im Marketing gemacht haben, sie nämlich versorgen mit Insights, Einsichten über Konsumenten, die Sprache und die Gedanken, die Herzen und die Köpfe der Menschen erschließen und das in diese KI-Modelle hineintrainieren. Der Einsatz von KI muss menschliche Erfahrung, Entfaltung, Autorschaft und Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht verringern. Das heißt, das muss für uns was Gutes tun. Es darf uns nicht schaden und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Was macht das mit uns? Wo geht die Reise hin? Und im Bereich Marketing auch mal zu überlegen, was heißt das für eure Branche? Ich bin natürlich offen für Technik, aber nicht alles, was so erzählt wird, stimmt. Am Ende bei der KI geht es tief in meiner Überzeugung um eines. Und das ist noch mal genau zu erleben und überlegen, wer wir sind. KI ist super, aber sie ersetzt uns nicht. Und zwar möchte ich mich erstmal bedanken bei Frau Sandra Lades für diese wahnsinnig tolle Veranstaltung. Also schönen Nachmittag, machen Sie es gut.